So, und damit sage ich wieder herzlich willkommen zurück. Letzter Flügel im Solo-Abenteuer in Karasan steht nun an. Dann ist das Ding auch schon wieder rum, leider. Aber jetzt sind wir erstmal soweit, die ersten drei in normalen Modus rauszunehmen. Und wir fangen an mit wem? Ja, erstmal müssen wir mal an der Turmspitze einklopfen. Moment. Endlich. Die Turmspitze. Findet das richtige Portal und bringt Medivh zurück. Das machen wir. Mit dem ersten. Arans Schemen. Hinaus mit euch. Hat hier eine passive Heldenfähigkeit, Zauberschaden plus 3 für beide Spieler. Das heißt, was bietet sich da besser an? Wie ein Magier selber. Nämlich, wir nehmen den Medivh mit. Ja. Und werden Sie sich jetzt mal hier schön auf dem Brett anschauen. Ist eine relativ simple Geschichte. Also bis gleich. So, die letzten drei, wie gesagt. Dann nochmal im heroischen Modus. Die Deckliste jeder Partie gibt es am Ende des Videos. Schauen wir uns dieses dann wieder gemeinsam an, wie immer. Jetzt aber erst einmal zum ersten Kampf gegen Arans Schemen. Arans Schemen! Ich werde euch Manieren beibringen! Genau, Gardgar, mach das mal. Wissen ist Macht. Oh, sieht man jetzt schon hier 6 Schaden. Wir haben eine Menge Geheimnisse dabei. Deswegen behalten wir die gleich mal mit dabei. Und, wichtig ist einfach immer volle Pulle hier auf den Kollegen draufklatschen. Da hilft uns auch das brabbelnde Buch. Laute Musik in meinem Turm. Darf ich vorstellen? Okay. Aran, der unfortliche Geist. Ah, das ist kein Problem, Aran. So, der nächste bitte. Also. Hier. Ihr wollt einen Zauber wirken? Ich will einen Zauber wirken, ganz genau. Und oh, noch ein paar Diener mit Spott her. Jetzt kann er mal langsam mal was aufs Brett legen hier, oder? Ich bin kein einfacher Hofnarr. Ich bin Nilas Aran. Ja, das geht ja. Wir haben ja schon 2 Schaden. Ein Geheimnis? Gucken wir mal rein, was er da hat. Zerstäuben? Okay. Flammenkranz. Ist nicht schlecht. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal schon ein bisschen an, hier ihn runterzuarbeiten. Ja, das hat er natürlich auch. Haben das Buffet bis auf den letzten Krümel verschlungen. Jetzt haben sie es auf die Murlocs abgesehen. Oh. Verzeihung, Murlocbraten. Ihr steht in Flammen. Ja, das war schwach von ihm. Aber muss man so sagen. Ich diene dem Feuerfürst. Und weiter. Immer schön ihn bearbeiten. Ciao. Warte mal kurz, zerstäubt. Oh. Ja. Lobet das Licht. So machen wir das. Jetzt kriegen wir Leben dazu. Haben wir jetzt einen Gegenzauber drauf? Da hat er Angst davor. Oh, eine Spiegelgestalt. Auf ins Licht. Heben die mal langsam ab hier. Jawohl, und konnten so noch mal etwas heilen.
Ja, legt man den schon mal hin. Sicherheitshalber zur Ablenkung. Na, so kann man das auch machen. Und jetzt mal die Zauberkarten. Ja, so wie Feuerball oder irgend sowas. Gut, ist jetzt auch nicht so schlecht. Okay. Ja, war schön gekontert. Das war gar nicht so schlecht. Ein bisschen ausbremsen. So. Dummköpfe! Ne, wir arbeiten uns langsam voran. Stellen wir mal 8 Leben her. Den dahin, den auch mit dazu. Und jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn eigentlich noch? Gestalt und Diceblock, okay. Mhm. Ja, wirklich weiter kommt er jetzt nicht. Also, dann den weg. Heilen muss mich jetzt eigentlich noch nicht, deswegen lasse ich ihn mal noch. Der Meister ist sehr mächtig, aber ich habe meine eigenen Kräfte. Wo ist denn unser Feuerball? Keine Geschosse. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Nochmal ein Gegenzauber. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass wir es gleich beenden können. Und den auch da drauf. Sieht so aus, Freunde. Also, es ist wie gesagt nicht wirklich schwer. Ja, schön mit Zaubern das Ganze Deck vollzimmern und dann gerade rechtzeitig. Durch den erhöhten Zauberschaden kommt man da recht gut durch und kann ihn dann relativ schnell erledigen. Also, jetzt gucken wir uns erstmal die Karte an. Medivhs Kammerdiener, Kampfschrei verursacht 3 Schaden, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Die hat er ausgespielt, ohne dass er ein Geheimnis hatte. Also, weniger gut. Dann haben wir hier Geisterclown, hat +2 Angriff, wenn euer Zauberschaden erhöht ist. Ja, dürfte also auch eine gute Karte werden für Magier. So. Jetzt sind wir mit dem Ding fertig. Mit Arans Schimmen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in der Deckliste an. Wir werden relativ schnell sehen. Wirklich nur besteht aus Zaubern. Ja, Arcane-Geschosse. Brabbelndes Buch hatten wir am Anfang. War sehr gut. Dadurch gab es gleich nochmal 2 Zauber dazu. Mana-Würmer haben wir ein bisschen verfeuert. Okay, war nicht optimal angespielt. Frostblitz, Irrewissenschaftler, duplizieren und so weiter und so fort. Ein bisschen Eisblock. Den Flammenschüre. Gegenzauber, ganz wichtig. Die Kollegin hier hat uns ja auch schon 2-mal weitergeholfen. Margarita Kirin Tour, Spielgestalt. Ja. Ihr seht selber, die einzig großen Karten sind dann eben Portal der Feuerlande, aber das dürftet ihr durch die Erweiterung haben und den Ragi, um ihn einfach als Finisher mit hier aufzustellen. In diesem Sinne freue ich mich auf die zweite Partie. Bis dahin, bleibt schön sauber. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ciao, ciao, euer Kingston.